Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Uncharted 3 Road to Prestige. Heute mit, Moment, Monster Snacks. Ja, der Typ hat mich in den letzten Tagen ganz schön genervt. Und jetzt geht's auch mal los hier wieder mit Road to Prestige. Doch bevor es losgeht, hier noch eine kleine Nachricht, die ich euch zeigen möchte. So, ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Alles klar. Wir spielen heute Deathmatch mit drei Teams. Hier sind wieder irgendwelche DeFi-Spackos und XXLen, also Unterstrich. Bloß nicht übertreiben damit, bloß nicht übertreiben. Der Name muss ja auch aussehen, ne? Okay, wir sind Beasts, ja, so sieht's aus. Ich habe eben noch ein bisschen Payday gespielt und ich muss ja echt sagen, ich könnte mich da jetzt sowas von aufs Kotzen drüber. Oh, meine Kopfhörer sind wieder sehr laut. Moment, okay. Aua. Aber das wäre ja unprofessionell. Oh, Moment. Sehr schön. Er hat sich gleich die Powerwaffe geschnappt. Das ist schon mal gut. Professionalität wird bei uns sehr groß geschrieben. Oh, der ist gut, Alter. Ja! Oh mein Gott, wir ficken die hier voll! Was? Was? Wie? Das geht doch gar nicht. Pappelapapp. Weißt du, da geht man gerade richtig ab, ne? Und dann kommt wieder so eine Scheiße. Also, was ich sagen wollte, ich habe eben ein bisschen Payday gespielt. Und es gibt so einige Sachen, die gehen mir da ganz schön auf den Sack. Erstmal, man ist immer sein eigener Hoster. Beziehungsweise die Spieler sind ihre eigenen Hoster. Es gibt keine richtigen Server. Und da gibt es immer einen Host. Host, wie auch immer. Ich habe den gekillt hier. Und der hat die Möglichkeit, die Spieler zu kicken und was weiß ich. Und es gibt sehr lange Aufträge bei Payday. Die gehen 3 Tage lang. Das sind die 3-Tage-Aufträge. Das sind die 3 Tage lang. Also die dauern nicht wirklich 3 Tage, aber sie dauern schon so ein halbes Stündchen oder so. Und dann ist das sehr zum Kotzen, wenn man am Ende nicht der Hoster ist und einfach mal gekickt wird. Und man verliert so die ganze Erfahrung und das ganze Geld. Aber warum der Hoster einen kickt, ist meist total unbegründet, weil der Hoster kriegt dadurch nicht gleichzeitig mehr Geld oder, keine Ahnung, mehr Erfahrung. Nein, es ist absolut grundlos und deswegen verstehe ich das manchmal überhaupt nicht. Okay, der DeFi-Spacko ist mit seinem Freund nun weg, der da oben kämpft. Dann werden wir doch gleich mal überraschen. Ja, und deswegen bin ich einfach ein bisschen angepisst eben gewesen und jetzt habe ich mir gesagt, komm, spielst du mal ein bisschen U3. Vielleicht tue ich später nochmal ein bisschen Payday machen, vielleicht sogar ein Video machen zu Payday. Oh ja, High Five. Yeah, High Five, Bitch. Ich weiß es noch nicht, mal gucken. Hätte eigentlich die Jade noch mal nehmen können, aber ist ja jetzt auch egal. Muss ich gucken, ob ich Bock drauf habe. Danke, dass du mir die lässt. Er ist sehr sozial, ich mag ihn. Also edit ihn alle, er ist jetzt ein... Der ist sogar gut, Alter. Nehmt euch mal ein Beispiel an den. Der ist ja richtig Hammer. Mensch, Kollege, wenn du das siehst, du bist der Beste. Yeah, High Five. Und ich habe meine RPG. Lass mich mal bitte durch, danke. Und jetzt wird penetriert. Die ist übrigens goldig. Wie geht das nochmal? Ah, oh, sorry, Mann. Scheiße. Ich habe gar nicht geguckt, eben wie das ging. Tut mir leid. Ja, das passiert, wenn man es längere Zeit nicht spielt. Wir müssen wieder ein High Five machen, aber ist schon vorbei, Digga. Ich krieg keine Medaille mehr. Ich hoffe, ich bin nicht zu leise. Ich sehe gerade, ich sehe ja immer meine Audiospur und... Oha! Daraus kann ich gerade entnehmen, dass ich etwas leiser bin. Wo hat er die hingeworfen? Ist ja auch egal. Okay. Eben ist noch irgend so ein Roter beigetreten. Roter? Ja, der Simba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, leck mich. Wo ist der eigentlich? Da liegt der Hammer. Nein, ich bin kein Powerwaffen-Noob. Übrigens, ihr kennt ja hoffentlich alle noch den Alfaro Gay. Der Fetti. Der fängt jetzt übrigens auch wieder damit an, Videos zu machen, ne? Stirbst du mal bitte? Scheiß drauf. Was? Der stirbt nicht? Was ist das denn bitte? Junge, das ist ein Cheater. Ich habe 3, 4 Mal auf den geschossen. Das kann gar nicht sein. Das ist ein richtiger Cheater.
Habt ihr doch eben gesehen. Ich hab den getroffen, Alter. Ich schwöre. Ja, was ich sagen wollte, Fetti ist, der macht jetzt wieder Videos. Mal gucken, ob ich da auch wieder meinen Fame abgreifen kann. Ich nehme mal den Mac. Nein! Oh, habt ihr das gesehen, ey? Ja, komm her. Ja, irgendwie habe ich es immer noch drauf. Ich weiß gar nicht, wie ich das mache. Okay, ich habe noch 7 Schuss. Jawohl. Also mit Powerwaffen, da geht's manchmal. Manchmal ja, manchmal nein. Wir haben auch gleich gewonnen. Nein! Ah! Fatze. Da hinten ist ein Gegner. Pass auf. Shit, shit, shit. Oh, Schiete, Mensch. Oh, ich treffe ja voll gut. Scheiße, jetzt, das sind das 2, oder? Moment. Moment, das war Skill. Okay. Ich freue mich jetzt schon über Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, wenn ich eine Granate wegschmeiße. Dann ist das schon ein 69. Weltwunder. Was? Ja. Okay, wo sind jetzt die roten Schweine? Die Wunden. Die Wundgeleckten. Der will nicht sterben. Man kann machen, was man will. Der will nicht sterben. Und jetzt verbünden sich die Gegner, um mich zu besiegen. Das ist ja wohl hier wieder unter aller Sau. Naja, ich habe eine 2 AKD. Okay. Besser als sonst. Liegt war mein Kollegen, der mich hier motiviert, gut zu sein. Guck mal da hinten. Oh, wieso halten die denn so viel aus, ey? Okay, ich geh mal weg. Ah. Das bringt dir nichts, mein Kleiner. Ich habe den noch gefickt und du nicht. Ja, ich habe einen Score von 7:3 und 5 Vorlagen. Der andere hat 18 irgendwas. Ich glaube 18:2, oder? Was stand da eben? Ich habe es gar nicht richtig gesehen. Naja, ist ja auch egal. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen... Ja, wir haben ein bisschen EP bekommen. So, was hatte der jetzt? 18:2? 18:4, gut, 2 Vorlagen, ja, habe ich ja ein bisschen weggeschnappt. Aber ich glaube, wir sind ein ganz gutes Team. Wir können, glaube ich, noch eine Runde hier überleben. Oder auch nicht. Okay, dann beende ich an dieser Stelle erstmal die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall auf Alphaos Kanal vorbei, ne? Da kommen wieder Commentaries. Ich glaube auch nicht 2-3. Aber ist ja auch scheißegal. Vielleicht kann ich ihn auch nochmal zum Duel oder so überreden. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. GTA-Zeugs und so weiter wird da kommen. Vielleicht nehme ich nachher noch ein bisschen Payday auf, ich weiß noch nicht. Jetzt versuche ich nochmal Gegner zu finden und wenn wir Glück haben, sehen wir uns gleich wieder in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss!